Gute Nacht, Kätzchen. Gute Nacht, Lämmchen. Rolf Hochhuth, Tod eines Jägers, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, April 1976. Ein Monolog über die letzten zwei Stunden im Leben von Ernest Hemingway. Eine Inventur über sein Leben und damit auch seiner Zeit. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute herzlich zu unserem Kulturtalk. Im Studio begrüße ich den Psychologen Dr. Bloch. Guten Abend. Sowie den Hemingway-Experten Herrn Berger. Guten Abend. Zuerst einmal schalten wir direkt zu unserem Berichterstatter am Aufführungsort. Hallo Chris. Hallo Julia, ich kann dich gut hören. Es ist doch ganz erstaunlich, einen so langen Monolog von einem Schauspieler spielen zu lassen. Wie kann dies dennoch ermöglicht werden? Zwei Monitore in den Kulissen, die nach dem auf den Proben erarbeiteten Tempo den vollen Wortlaut des Monologs für den Schauspieler ablesbar machen. Oder im Zeitalter der Wanzen, ein knopfkleiner Empfänger im Ohr des Darstellers, getarnt von Haaren, der ihm den Text zusendet. Danke, Chris. Wenn ich dazu etwas sagen darf, das war durchaus typisch für ihn. Am letzten Tag des Jahres 1959 ging er zu einem Drink an die Bar der Liberté, mit der er nach den USA fuhr. Erstaunlich. Immerhin waren seine Bücher zwischen 1940 und 1960 die am höchsten bezahlten literarischen Werke der Welt. Es heißt, diese Ausstrahlung des Körperlichen war stark genug, einen ganzen Raum in Spannung zu versetzen. Und ein anderes, wo ich auf 9 verschiedenen Etagen meine 9 schönen Mätressen halten würde. Sie sagte einmal, ein Hemingway zu sein bedeutet, durch die Hölle zu gehen und als Gewinner zurückzukommen. Hemingway genießt allgemein den nicht unbedingt schmeichelhaften Ruf, ein Macho gewesen zu sein. Was sagen Sie dazu, Herr Berger? Nun ja, also... Und das lasse ich jetzt so mal im Raum stehen und schalte zurück zu unserem Live-Reporter Chris. Tatort ist ein möbliertes 50.000 Dollar Betonhaus. Holzverschalt, gardinenlose Fenster. Wie ich damals zurückkehrte nach Schrunz und wie Hadley mich mit Bambi am Bahnsteig erwartete und wie sie strahlten, mich wiederzuhaben und ich schon die gleiche Sehnsucht nach Gestorbensein hatte wie jetzt. Wahrhaftig wünschte ich, ich wäre gestorben, bevor ich Pauline in Paris umgelegt hatte. Mutter! Wie plagte sie uns, weil sie sich für eine Musikerin hielt. Grausam. Oder konventionsdumm. Spielst du nun Cello? Hast du geübt? Ernest, spiel Cello! Wirst du wohl endlich Cello spielen, Ernest? Du Sommermädchen, bleibst du hier nicht gleich wieder weglaufen? Wirst du wohl hier bleiben? Ich finde dich sowieso überall. Melville. Unglück als Preis seiner Tiefe. Sein Elend fing mit 30 an, als er den Wahl gemacht hat. Meins hörte mit 30 auf, als ich in einem anderen Land vorlegte und fortan beschwipst lebte von der Zustimmung des Erdkreises. Von mir würden noch die Wäschelisten gedruckt.
La luna bola de sangre, la devoró el tiburón, las olas vuelan chinosas. ¡Mojito! ¡Mojito! Der Mojito ist eine kubanische Getränk. Der besteht aus 5 Zutaten. Rohrzucker. Rohrzucker. Limette. Limette. Die frische Minze. Minze. Mineralwasser. Mineralwasser. Froscheis. Und natürlich Rum. Rum. Ich habe alles fertig für euch gemacht. Mojito. Zur Legende wurde der Mojito durch den berühmten Schriftsteller Ernest Hemingway. Wer ihn oft genug bestellte bei Yachel Martinez in seine Lieblingsbar in Havanna. Dort hängt heute noch ein großes Bruch über die Decke. Salut! Salut! Mai Mojito in la bodeguita, mai daiquiri in el Floridita! Schon, dass ich nicht trinken dürfte und nicht essen dürfte, wann ich wollte. Wäre Grund genug, abzugehen, ehe sie mich einlochen. Zu spät. Ihr kommt zu spät, ihr Arschlöcher des Staates. Naja, hört nur mit. Hört nur mit. Macht mir geradezu tigerischen Hunger, diese herrliche Gewissheit, dass ihr zu spät kommt. Guckt nur zu. Spätestens seit ich euch erwischte, wie ihr dämlich genug drüben auf der Bank nachts um 22:30 meine Konten durchwühlt habt, weiß ich, dass ich umstellt bin. Scheißkerle von der Steuerfahndung. Umstellt. Doch nicht gefangen. Noch zu erleben, wie die Liebe auf dem letzten Blick überläuft zum FBI. Ist dann auch noch so töricht, wie sie hübsch ist und sagt: Die Einwanderungsbehörde hat mich nie vorgeladen zu einer Vernehmung. Immigration authorities have never summoned me to an examination. Las autoridades de inmigración nunca me han convocado a un interrogatorio. Ja, natürlich nicht. Denn bestimmt hat das FBI dort angerufen und denen gesagt, lass die mal in Frieden, die arbeitet für uns. Kommt daher mit ihren hohen Läufen und 19 Jahren. Komm. Und drängelt sich an Bett und Tisch, weil sie wittert, wie ich mir den Jungbrunnen in ihr hoffe. Na los, komm. Wie gewissenlos jung sein macht. Und alt werden, ja. Aber warum sagt auch sie mir nicht, samt und sonders gekauft sind die alle. Hätte ich wenigstens den noch erschlagen, diesen jungen Weißkittel, der mich wie einen ganz besonderen Schmetterling präparieren wollte,
Ein ganzes Lehrbuch hoffte der, aus mir zu gewinnen. In Wahrheit, Meister, das wollen wir Ihnen gar nicht verschweigen. In Wahrheit, Meister, das wollen wir Ihnen gar nicht verschweigen. Wissen wir selbst heute nicht sehr viel über die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Symptomen. Hier wird von mir unterstellt, dass Hemingway zuletzt dann doch, ebenso wie er seinen Ekel gegenüber den Stierkämpfern aussprach, auch gegenüber Nazi-Helden immun geworden war, die ihm aber gefühlsmäßig leider lange Zeit näher standen als die meisten Männer, die, wie er verächtlich sagte, nicht gekämpft haben. Komm, links, rechts, komm. Jawohl. Und nochmal. Oh, komm. Ja, und. Und nochmal. Komm. Ja. Und. Komm. Okay, oben. Links, rechts, links, rechts. Ja. Gut gemacht, Mr. Pound. So. Und jetzt ein kleines Kämpfchen. Ernest, also $400, wer mich besiegt, Glatte, braune Geliebte, wie da in seinem Dahinfließen die Verwandlung so anschaulich wurde. Das Weiterströmen, das uns alle mitnimmt. Und so uns, wer weiß das, vielleicht den Tod fortnimmt und kein Schrecken ist und kaum Enttäuschung. In der Einsicht, dass die Palmwedel unserer Särge, die Urkunden unserer Siege, die Orden, die Makel unserer Dienstjahre, die Trophäen unserer Schießlust, die Präservative unserer Umarmungen wegreiben, wie du und ich und meine Enkel und meine Bücher und vielleicht auch die Friedhofserde, in die sie mich hineintun, wie wir da Teil werden dieses Stromes. Und wo nicht dieses Stromes, so des Wassers. Was plagst du dich noch? Junge, ich hab's auch nur 57 Jahre gemacht. Du bist schon über 60 und nützt es niemandem mehr als uns Ärzten, die wir so gerne Rechnungen schreiben. Mach selbst. Du brauchst doch keinen Arzt, um zu sterben. Und dich braucht auch keiner mehr. Ich konnte ja immerhin noch meinen Patienten beistehen. Aber selbst die kamen aus ohne mich. Die Friedhöfe liegen voll mit Menschen, die für unentbehrlich galten. Gleich. Bald. Wirklich, Papst. Ich komme ja schon.